unsere Nase in die Mayonnaise. Das war cool. Hallo, hallihallo, ich bin's wieder, eure Marvin. Willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Yay! Heute mit dem... Max, hi! Hi! Und wir hatten Langeweile in der Quarantäne und deshalb haben wir uns ein paar kurze Challenges ausgedacht, die wir gegeneinander machen wollen. Und die könnt ihr ja vielleicht auch mit eurer Familie an Ostern machen. Also es ist unentdeckend, Daumen nach oben da und abonniert auch meinen Kanal, abonniert auch das Glöckchen. Und dann geht's direkt los mit dem ersten Spiel. Du vergisst immer dieses hier. Okay, Runde 1. Wir haben jetzt hier unsere Packung Smarties. Die werden wir jetzt einmal hier in die Schüssel reinkippen. Und haben jetzt hier Gläser mit den verschiedenen Farben vorstehen. Und da müssen wir immer die Smarties mit der Farbe reinsortieren. Und wer am schnellsten war, gewinnt diese Runde. Okay, Max, alles klar, hast du verstanden? Ja. Okay. Ich hab eins gegessen. Aber von dem Braunen. Ja. Wirklich. 3, 2, 1, go! Scheiße, Scheiße. Ich kann das nicht. Hä, was ist denn rosa und was ist lila? Max, gucken! Scheiße! Scheiße, ist ein grüner hier drin. Scheiße! Max! Darf ich nicht sagen? Keine Ausdrücke hier. Aber wir haben eine Farbe zu wenig. Lila haben wir nicht. Doch, klar, lila hast du. Aber ich habe drei rosa. Hä? Ja, ich bin fertig. Du hast die lila dann vergessen. Wir haben hier, aber ich habe hier zwei unterschiedliche. Das da ist lila und das da ist rosa. Ja, und was ist das hier dann? Das da ist lila, Max. Ja, und wir haben, das sind doch drei unterschiedliche. Siehst du das nicht? Doch, siehst du das. Das da ist lila, Max. Ja, und was ist das? Das war das. Und was ist das? Das hatten wir nicht. Okay, Faye fängt ja gut an. Max hat nicht verstanden mit den Farben erst. Habe ich wohl schon drei verschiedene Farben. Nein. Max war zwar schneller als ich, aber auch haben denn. Deshalb würde ich sagen, es ist unentschieden. Und es geht weiter mit der nächsten Challenge. Okay, unser nächstes Spiel geht so. Wir haben jetzt hier so ein paar gekochte Eier. Und wir spielen jetzt Eierlaufnau mit der Nase über den Tisch. Also haben wir jetzt jeder hier ein Ei. Diesmal werde ich bestimmt wieder gewinnen, wie eben. Du hast nicht gewonnen. 3, 2, 1. Okay. Max, das Ei ist voll. Oh. Scheiße! Das kostet viel Zeit. Oh. Und stopp! 17 Sekunden! So, jetzt ist Mami dran. Mhm. Okay. 3, 2, 1, los! Scheiße, das sieht schlecht aus. Gewonnen! Oh, 10 Sekunden, okay, Mario wird leider. Oh. Ein Zauber auch nur mit. Ups! Hab gewonnen! Woo. Aber Max ist traurig, dass er verloren hat. Ich hole gleich auf, keine Sorge. Okay, die nächste Runde beginnt jetzt. Und wir haben jetzt hier so Taschentücherboxen. Und die werden wir gleich öffnen. Und dann müssen wir immer versuchen, die Taschentücher so schnell wie möglich rauszuzupfen. Und von demjenigen, von dem die Taschentücherbox als erstes leer ist, hat dann gewonnen. Aber wir dürfen jetzt nicht so einen Batzen auf einmal nehmen. Immer nur ein Papier nach dem anderen. Sonst werden es dann geschummelt. Und keine Sorge, wir schmeißen die Taschentücher danach ja nicht weg. Ihr wisst ja mit Klopapier und so. Ja. Also würde ich sagen, in 3, 2, 1, los! Ah! Scheiße! Oh mein Gott, das ist geendet! Das ist gewonnen! Ernsthaft? Du hast doch bestimmt eigentlich eins nach dem anderen gezogen. Doch, ich hab gewonnen. Du bist viel zu langsam, Mami. Gib auf! Da kommt kein Ende! Da kommt kein Ende! Wow! Ich bin die Schneekönigin.
Okay, ich habe aufgeholt. Okay, Max hat diese Challenge gewonnen, aber ich hole noch auf. Wir müssen jetzt mal kurz das Chaos hier beseitigen und dann geht's weiter. Wir können anfangen. Okay, das nächste Spiel könnt ihr auch super draußen machen. Genau, Max. Und wir haben jetzt hier so eine hübsche Strumpfhose mit einem Tennisball auf dem Kopf. Und hier haben wir so eine Reihe voller Wasserflaschen. Und du stellst sie hier hinten hin. Wir müssen immer versuchen, mit dem Tennisball die Wasserflaschen umzukicken. Aber ich darf die nicht halten? Nein. Okay. 3, 2, 1, go! Boom, boom. Strumpfhosenkicker. Check, 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 check. Miau, 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 miau. Okay, nächste Challenge. Das war cool. So, für die nächste Challenge muss ich den Max jetzt richtig lange überreden. Da hat eigentlich gar keine Lust, seine Nase in die Mayonnaise reinzutauchen. Denn für die nächste Challenge tunken wir jetzt unsere Nase in die Mayonnaise. Ziehen dann hier ein Wattepad, bauen das an die Nase, laufen hier rüber. Und dann müssen wir doch diesen Schritt hier ablegen. Und in einer Minute, wer die meisten hat, ne? Genau. Okay. Exactly. Achtung, fertig, los. Oh. Scheiße! Das fällt immer ab. Kann ich auch mehr auf einmal nehmen? Nein. Aber wenn ich kann. Ha! Ist runtergefallen! Ist runtergefallen! Oh, das ist nicht so schlimm. Ja! Time is up! Time is over! Ich hab 6. 1, 2, 3. Und auch 6. Okay, gleich dann. Jeder kriegt einen Punkt. Boah, ich muss das kurz abfragen, mir ist schlecht. Der ist immer so zimperlich. Also, das nächste Spiel geht wie folgt. Wir haben hier einen Eimer, eine Schüssel mit Ostergras und da sind so Schokobons drin verstecken. Wir müssen jetzt versuchen, schnellstmöglich die alle hier rauszufinden. Wer als erster alle raus hat, hat gewonnen. Man darf das Gras nicht rausholen, sonst muss da drin bleiben. Genau. Okay, ich freue mich auf einen weiteren Punkt und los geht's. 3, 2, 1. Fest. Scheiße, wo ist mein Schokobon? Oh, der macht es viel schneller als ich. Boah, ich bin schon voll Hunger. Ess doch einen gleich. Fertig! Deshalb kann ich jetzt ja schon mal was essen, während Marvin immer noch am Suchen ist. Ey! Meine waren auch viel schwieriger versteckt hier. Ich esse auch einen. Noch mal kurz. Er kriegt einen Punkt, er steht. Von Abend. 10 zu 0. Ey, stimmt gar nicht. Geh weiter mit der nächsten Challenge. Okay, wir sind jetzt wieder hier draußen für unsere nächste Challenge und der Max und ich haben jetzt diese Boxen aufgeschnallt mit Schokobons drin. Das sind jeweils 15 Schokobons und wer als erstes alle rausgeschüttelt hat, also wir stoppen die Zeit mit einer Minute, der hat dann gewonnen. Und wir dürfen das springen, hüpfen, alles. Hauptsache, sie fallen raus. Das sind übrigens die Taschentücherboxen von eben, die könnt ihr damit super verwenden. 1, 2, 3. Ah!
Meine Box ist leer. Ja, das ist ja. Nein, die ist doch gar nicht leer. Scheiße. Okay, warte, schau mal. Oh, Max Box ist leer. Ha. Meine Box ist auch leer. Ha. Vielleicht schon beide sind leer. Gewonnen. Jeder kriegt einen Punkt. Beide sind leer. Die Box ist auch kaputt jetzt. Genau. Leider. Ja, egal. Wir gehen jetzt zur nächsten Challenge. Okay, unsere nächste Challenge wird es daraus bestehen, dass wir hier so ganz viele von diesen Eierhälften haben. Und gleich in einer Minute müssen wir versuchen, so schnell wie es geht, diese Eierhälften aneinander zu machen. Natürlich die, die die gleiche Farbe haben. Und wer in einer Minute die meisten schafft, hat gewonnen. Und Max, gut Finger weg. Es geht jetzt los. Start! Ah! Das ist nicht der richtige. Hallo? Komm! Oh, scheiße, das darf ich nicht sagen. Ah. Hör, geht nicht zu? Hier fehlen Dinger. Hier fehlt eins. Ja, meine gehen nicht zu. Ich hab gewonnen. Ja, meine gehen nicht zu. Aber eins ist weg. Und du musst das so machen. Ja, ich krieg die aber nicht zusammen. Zack. Hä, wie macht der das? Zack. Was muss ich jetzt aufhören? Ich krieg die nicht zusammen. Und ich hab noch hier dieses Besondere. Wow. Max hat gewonnen. Ich würde sagen, ich bin der Osterkind. Okay, ein Spiel haben wir immer noch, Max. Ein Spiel haben wir noch, du Osterkind. Das bringt ja auch nichts mehr. Okay, letzte Runde, ich stopp, mach ich Zeit. Exakt. Oh, warte, okay. Warte, ich bin noch nicht fertig, ich muss erst auflassen. Also, das Spiel geht so, wir müssen versuchen, mit dem Ballon das Ei schnellstmöglich wie eben in die Ziellinie zu boosten. Und wer schneller ist, der hat gewonnen. Okay, das reicht. Und los. Oh, das war richtig schnell. Geschafft. Mal 3 Sekunden. Okay. Das wird knacken. Okay. 3, 2, 1. Ah! 2. Oh mein Gott, Max hat gewonnen. Ja, Max ist der Osterkind, hat gewonnen. Es stand jetzt, warte, wie kommt es mir hier stand? 7 zu 4. 8 zu 4. Oh. Okay, das waren jetzt unsere Osterspiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt ja auch gerne mit eurer Familie mal machen. Ja, macht ihr auf jeden Fall mal zu Hause nach. Es hat echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und da Max jetzt schnell seine Uni-Online-Vorlesung muss, können wir keinen Shoutout mehr machen. Aber wir grüßen einfach mal alle von euch und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Tschüss!